Herzlich willkommen, laut, zu meiner Vorgabekarte auf diesem Marsch. Wir kaufen jetzt noch Rinder ein. Das ist die dritte Fuhr jetzt, glaube ich. Und dann werden wir gleich darum kümmern, dass wir die Tiere jetzt Futter kriegen und Wasser. Immer Wasser. Wasser ist ganz wichtig, die Tiere dürfen nicht verdursten. Wir haben jetzt eine Pumpe. Aber wir wollen ja die Tiere vollen Druck haben, ne? 50% oder 54 genau genommen. So, dann haben wir hier den Hänger für unser Mischfutter. Mist haben wir noch keinen, wir haben keinen, ja, wir haben keinen. Na. Kein Stroh. Kein Strohlose jedenfalls. Wir könnten einen Ballen kaufen, dann müsste ich aber wiederum. Dann müsste ich wiederum so ein kleinere besorgen und das will ich immer nicht. Wir werden unser Stroh später spätestens in. Ja, der LKW am Wege. Und dabei vorbei. Ich wollte mir die Wiese nicht fahren. Ja, die melden sich schon, die haben Hunger. Ich stell den mal hier rechts ab. Links. Links. Aber keinen stört. Im anderen Stall, der dahinter steht, soll in unser Nachwuchs reinkommen. Später. Hauptsächlich männliche Tiere. Könnten aber auch unsere neuen Kühe rein. Nachwuchskühe und wenn wir schauen, ob wir männliche Tiere haben, einen extra kleinen Stall bauen für Kühe, für unsere Mastrinder. Na, läuft noch, läuft noch. So, holen wir mal Silage und, Silage nicht. Man könnte Heu holen, ja. Wir haben jetzt auch Heu. Ruhe. Kommen wir da so rein. Ja, mit Ach und Krach kommen wir rein. Ob wir Mischfutter Stroh rausnehmen können? Das soll ja jetzt gehen, ne? Wenn da mehr Stroh drin ist, ja. Das heißt, wenn wir jetzt, wenn zum Herstellen von Silage eins noch gefehlt hat, nämlich Stroh zu viel haben, dann können wir theoretisch Stroh rauskriegen. Muss ich mal schauen. Müsste eigentlich gehen. Müssen wir mal gucken. Mal ganz kurz gucken. Silage. Geht nicht. Da werden wir ganz kurz den LKW nehmen und unseren Outroad-Hänger, der da steht, vom Kugel. Da werden wir ein paar Strohballen kaufen. Brauchen wir einen LKW. Da kaufen wir etwa, ja, paar Ladungen Stroh und dann können wir über den Mischfabrik den Stroh rausholen und den Bauern nicht zerkleinern und dann können wir dann die Tiere Stroh geben, bevor wir das ernten und Stroh kriegen, das dauert noch eine Weile. Dann können wir uns Dünger herstellen. Dann haben wir zur nächsten Ernte und dann können wir auch Saatgut herstellen. Wenn wir natürlich die Einnahmen haben, ne? Also aktuell, als wir jetzt Einnahmen haben, sind ja die von Euro-Paletten und
Spanplatte und OBS-Platten. Das sind die drei Dinge und Holzpaletten, die wir jetzt herstellen. Kommen wir da durch? Ja, mit Mühe. Bald zugeparkt hier. So kommen wir nicht rum. Machen wir einen kleinen Schwenker. Dann fahren wir halt so. Innen sich, dann wird besser sehen. So, dann fahren wir zum Händler und holen sich die Strohballen. Da wollen wir auch wegfahren Richtung Silage. Richtung. Mal gucken, wo das ablädt. Kaufen wir mal gleich. Da können wir natürlich Ballen kaufen. Da kaufen wir 8 Stück. Dann stehen nämlich genau. Und dann kaufen wir entsprechend was zu. So, wir umstellen auf runde Ballen, laden wir auf. Und jetzt können wir genau an dem Punkt immer kaufen und dann lädt er gleich auf. So. So. Natürlich noch nicht so gemacht. Das ist natürlich typisch. Dann war ich zu schnell. Konnte nicht so aufladen. Na, macht nichts. Dann fahren wir. Dann holen wir nachher nochmal gleich. Oh Mann. Plane zu. Ne? Dann können wir den Tieren nämlich Stroh geben. Als Einstreu und später Heu brauchen wir nicht kaufen und Silage auch nicht. Also Gedanke zurück, ich wollte schon mal weiter kaufen, aber Heu haben wir hier im Lager, da werden wir nicht kaufen, da haben wir genug, müssen nur entsprechend holen beziehungsweise umlagern. So, da sind wir schon. So. Ne. Und Z, nicht U. Jetzt müssten wir eigentlich Stroh rauskriegen. Die Lage war aber drinnen. Jetzt haben wir reichlich Heu. Jetzt können wir Stroh holen. Müsste eigentlich funktionieren. Das soll ja nun gehen. Man soll auch die Waren wieder rausholen können. Neuerdings. Also, das stimmt. Nee. Dann Futter. Dann werden wir mit einem LKW gleich die. Sollte aber eigentlich funktionieren. Gut, das macht nichts. Dann fahren wir gleich Heu hin. Weil wir ja auch das verkaufen wollen, ne? Irgendwann mal. Nächste Einnahmequelle: Mischfutter verkaufen. Aber da fahren wir mit einem großen Fahrzeug hin. Das machen wir nicht mit einem kleinen Hänger. Das tun wir nicht an. Ne? Oder wenn man auf Mist noch ein bisschen warten. So. Den wir noch einmal fahren können. Richtig. Aber das macht nichts. Das war ja die Absicht dahinter.
Die brauchen mehr Tiere, die brauchen mehr Milch näher. Also die kriegen haben ja nur mehr Milch, wenn wir mehr Kühe haben. Die ja auch entsprechend trächtig wurden und dann im Endeffekt auch Milch geben können. Und das kann man nur gewährleisten, wenn wir mehr Tiere haben. Das ist zurzeit noch nicht der Fall. Oder er muss erstmal Stroh verarbeiten, das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Und das ist im Prinzip erst eine Weile braucht, um das. Wir holen gleich Heu. Die Lauscher haben keine hier. Und bei der BGH ist dann auch nicht so weit. Die brauchen noch bis morgen. Die brauchen noch bis morgen. Früher mit der Forke haben wir den ganzen Mist reingebracht. Schubkarre habe ich gefahren. Als Schüler in Ferienarbeit. Den ganzen Hänger mit so einem großen nicht, aber der die Hälfte hat vielleicht. 6 Tonnen ungefähr, so mengenmäßig. Schubkarre reingefahren. Weiß ich, wie viele Tiere das genau waren. Hab mich gezählt. Ich glaube so 40, 50 waren bestimmt. Eine Stunde nur Gras gefahren. Gras, Gras, Gras. Und dort gleich als Mist wieder raus. War schon heftig. Also Mist war schon Knochenarbeit. Gras war ja noch leicht. Das war ja kein Gewicht. Der Mist, das war richtig Knochenarbeit. Also besonders früh. Weil die Zeit von Nachmittag bis früh besonders lang war. Man ahnt ja gar nicht, was die Tiere alles rausbringen. Das ist ja ein Wahnsinn. Und moderne Kuhstalle haben zumindest den Mist, also die Gülle kann man sagen, war ja gemischt. So eine Art Kanal rausgeschoben. Also es ging automatisch. Der Knopfdruck. Hat hier draußen der Behälter gefüllt. Ja, da weiß man, was man getan hat, wenn man das ganze Tag in den Schubkarre gefahren ist, hat oder lange Arme gekriegt. Und viele haben auch mit Pferd und Flippe gearbeitet. Aber das musste aber auch rausgefahren werden und draußen abgeladen werden. Das ging hier auch nicht mit Kippen und so. Gut, heute hat man Radlader und so, man im Prinzip schiebt durch, ne? Puh, 3 Hänger fast. Was geht jetzt rein? Schweine sind gut versorgt, denke ich mal. Ja. Die müssen wieder geputzt werden. Futter reicht noch für heute. Ich wollte mal Heu reinkippen. Obwohl das eigentlich nicht notwendig ist. Jetzt sehe ich nichts. Da fahren wir hinten rum. Da müsste ich noch hier ein bisschen was. Malen kann man sagen. Bohnen. Also kriegen wir nicht rein. Sind wir drinne. Nee. Gut, dann fahren wir jetzt entsprechend vom Lager zurück und kippen da rein. Das ist jetzt schon ungünstig. Wollte man das voller Heu holen? Geht aber nur rein, wenn das leer ist. Das ist ja das Paradoxe.
hier am System. So, holen wir Heu. Ja, wenn wir einmal für Kühe Heu machen, Heu holen. Rein technisch bringt das nichts. Aber ein bisschen fahren. Machen wir noch nichts Heu rein, dann haben wir die Folge geschafft. Bitte bitte Heu aus dem Lager. Und mal gucken, was wir da rechts an der machen können. Hier schön Heu. So geht man rein, oder? Das sieht alles. Schönes, leckeres Heu. Die Tiere freuen sich. Obwohl die, wenn die Gras haben und so, dann brauchen die kein Heu. Was die Kühe nicht vertragen, ist eiweißreiches Futter. Also Klee und sowas. Das bekommt den nicht. Das ist für die Tiere nicht gut, weil die dann entsprechend Blähung kriegen und dann können die dann sogar sterben. Das wollen wir ja nicht, ne? Im Grunde, wenn die Tiere Rauffutter haben mit Stroh und so, was sie dann zufressen können, dann ist das nicht ganz so gefährlich. Aber ansonsten ist das nicht gut, wenn die jetzt theoretisch so ein Futter haben, Rotklee zum Beispiel oder Weißklee, nur eine Sorte im Prinzip, dann ist es für die Tiere ganz, ganz, ganz gefährlich. Dann heißt es dann für einen Tierarzt kommen schnell und dann im Grunde den Magen die Luft rauslassen, ne? Weil die Kühe haben eine Verdauung hier, Vordermagen und Hintermagen, keine Ahnung wie es genau heißt, aber das ist dann gefährlich. Dann kriegen die meisten ein Glasrohr eingesetzt, damit die da entsprechend abgasen können, weil die können anscheinend nicht rülpsen oder keine oder den Vordermagen nicht entleeren durch den hinten raus, aber ja, ist halt so, ne? So, liebe Stor, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und wir gewinnen. Ciao, ciao. Ja. Wenn Lust und Laune habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Tschüss!